Hey ho, heute habe ich sogar extra noch zwei Lampen aufgestellt, dass ihr das wesentlich besser sehen könnt. Was machen wir heute in Grilljunkies Hardware-Ecke? Wir fangen jetzt erst einmal an, Mainboard ins Case reinzubauen, anfangen leicht zum Verkabeln, Lüfter, Wasserkühlung einzubauen. Ja, das machen wir jetzt heute. Und ja, gestern ist es etwas später geworden. Fast 12 Stunden ist es her, wo ich ins Bett bin. Wir haben es jetzt kurz vor 16:30 abends. Tja, hilft ja nichts. Aber ihr könnt euch wirklich auf zwei geile Videos, Grillvideos freuen. Aber jetzt machen wir erst einmal eine Übersicht, was ich alles mir hier hergerichtet habe. Das meiste wird jetzt gleich verbaut. Dann werde ich erst dieses Video bearbeiten und ob ich dann heute noch dazu komme, den anderen Rechner zum Zerrupfen, das weiß ich nicht, weil ich brauche ihn ja, um das Video hochzuladen und. Aber vielleicht dann morgen. Naja, mal schauen. Aber jetzt gehen wir rüber. Ja, ja, meine schöne deutsche Anleitung. Das Riser-Kabel. Mainboard vorbereitet. Arbeitsspeicher bin ich übrigens noch auf dem Dominator Platinum RGB 3600 MHz scharf mit 32 GB und 4 Speicherriegel. Ja, schauen wir mal, bis wann der kommt. Dann habe ich die Wasserkühlung, die Ayo, schon ausgepackt. Da steht natürlich der Tower, da werden wir jetzt als allererstes sämtliche Glasblinden wegmachen. Die obere kommt weg, da kommt ja die hin. Warum? Ganz einfach, ich möchte, dass die Lüfter sauber reinblasen. Und für mich persönlich ergibt es keinen Sinn, wenn ich hier vorne den Radiator reinsetze und der dann die warme Luft erst einmal in den Rechner reinbläst, um sie dann wieder rauszublasen. Ergibt für mich persönlich ja nicht unbedingt Sinn. Ja, deswegen mache ich den Wasserkühler oben hin, dass der direkt die warme Luft nach oben hinausblasen kann. Gut, ist zwar schade drum um die Glasplatte, aber in dem Falle will ich das einfach so haben. Dann habe ich schon mal die ganzen, wie heißen sie, Sleeve-Kabel ausgepackt und mir zurechtgelegt. Diese Plastikhalterungen, wir werden sehen, was wir im Endeffekt davon brauchen. Die ganzen Schrauben, was beim Mainboard noch dabei waren, alles zurechtgelegt. Und was ich noch gefunden habe, war noch ein 140er Purwing von Be Quiet. Da habe ich leider bloß noch einen und einen 120er in neu. Tja, schauen wir mal. Vielleicht ist ja in meinem anderen Tower auch noch so einer drin. Dann kommen zwei Stück noch von unten hin, wo zusätzlich nach oben blasen. Mal sehen. Okay, los geht's. Und rein theoretisch habt ihr das ja in zwei Videos dann geschafft, dass wir hier komplett fertig sind. Wegräumen und der Rest im Schnelldurchlauf. Auch wenn wir hier jetzt nichts machen müssen, Glas von sicherheitshalber mal weg. Dann können wir schon das Mainboard einsetzen. Die richtigen Schrauben natürlich raussuchen.
Also wenn man sich da nicht ganz sicher ist, welche Schrauben das sind, einfach mal eine nehmen und kurz ansetzen, reinschrauben, und wenn sie ganz leicht reingeht, dann habt ihr vermutlich die richtigen, weil ja, die Schrauben haben Feingewinde, etwas gröberes Gewinde, ja, ganz genau. Das Board hat die Blende schon mit dran, ansonsten hätten wir jetzt erst einmal hinten die Blende einsetzen müssen. Ne, das geht ja gar nicht hier mit dem Kabelsalat. Das sitzt ja genau vor der Blende. Muss ich nachher gucken, wie ich die Kabel verlege. Im besten Falle hat man hier einen Schraubenkratzer mit magnetisch. Den werde ich nachher noch drehen. So, weiter geht's mit was? Eigentlich könnten wir ja schon fast jetzt mit der Wasserkühlung anfangen, dass wir die vorbereiten zum Neisetzen. Mainboard muss ich jetzt erst einmal schauen, wie viele Lüfteranschlüsse das hat. Ob ich jetzt alle Lüfter am Mainboard anklemmen kann oder, naja, wie das halt so läuft. Mal gucken. Für die Ajo brauchen wir auf alle Fälle, stecke ich auf alle Fälle mal nebenbei die Kabel hier durch, dass die mal hier vom Mainboard verschwunden sind. Wie gehört denn das Blech am Schluss hier rein? Ich muss erstmal den Rahmen rausschrauben, Leute. Heißt es, mir fällt mein LED-Streifen hier weg? Das geht ja gar nicht. Ja. So kommt es dann hier rein. Okay. Weil hier haben sie ja noch einen LED-Streifen gehabt. Ha, für den muss ich mir dann noch was anderes einfallen lassen. Den werde ich hier halt vorsichtig abziehen und dann anderweitig verbauen. Aber den auf den werde ich nicht verzichten. Leute, eins dürft ihr auch nicht vergessen. Ich verbaue jetzt das erste Mal so eine Wasserkühlung. Ich muss mich da jetzt auch erst einmal genau schlau machen. Und zwar, ob ich sie so rum nice setze. Oder ob ich sie so rum nice setze. Aber so rum wird, glaube ich, vom hinteren Lüfter blöd sein. Mal davon ausgehen, dass ich die irgendwie so hier reinsetze. Das sind die Schläuche zu kurz, oder? Das ist natürlich doof. Grübel, grübel und studier. Jo, geht wunderbar, Leute. Da habe ich mich vorher getäuscht. Also, ich verschraube jetzt komplett den Radiator fertig.
und schraubt dann ja danach noch die Lüfter hin und dann können wir den komplett hier einsetzen und dann bleibt er so drin. Also doch in die äußeren eingesetzt, weil ansonsten die Lüfter nachher, Moment, hier angestanden werden. Aber jetzt werden die Lüfter erstmal vormontiert. So. Also das Ding ist jetzt noch beweglich hier drauf, dass man den dann noch den Radiator dann noch entsprechend nach hinten verstellen können oder nach vorne, je nachdem wie wir es nachher brauchen. So. Dann werden wir hier jetzt die drei Lüfter verschrauben. Ich frage mich jetzt bloß, warum sie so viel Beilagscheiben mit rein haben. Ich könnte die jetzt mit Beilagscheibe verschrauben oder auch nicht. Ach komm, wir haben noch 12 übrig. Dann verwenden wir die. Der ist noch beweglich. Der ist jetzt hier noch beweglich und hier muss noch der andere Befestigungsring nachher drauf. Aber jetzt können wir das Teil einsetzen und verschrauben. So, die Kabel müssen dann noch hinten rausgeführt werden. Aber jetzt kann ich den hier mal ausrichten, so wie ich den haben möchte. Beziehungsweise, dass man das hier dann ausreicht. Aber ich denke, das sollte ganz und gar kein Problem darstellen. Jetzt muss ich bloß noch nachgucken, ob die Anschlüsse nach unten zeigen sollen oder nach oben. Das werden wir gleich dann wissen. Also das könnt ihr auch, ne, da wird es wahrscheinlich zu sehr spannend. Ich denke, der kommt jetzt dann so hinein. Den kann ich jetzt hier genau ausrichten. Doch ein bisschen weiter vorne. Dann würde es soweit ausreichen. Den hier so hin. Und dann kann ich jetzt alles komplett fertig anziehen. So, wird nachher komplett angezogen, wenn es wieder senkrecht steht. Und jetzt gucke ich mal, wie rum der hinkommt. Ob wirklich seitlich oder ob das egal ist. Ganz kleine Planänderung. Den Radiator und den Pumpenkopf, Kühlkopf werde ich doch erst später installieren. Warum? Ja, ich komme so jetzt leichter an die Anschlüsse hin und kann die Kabel wesentlich leichter durchführen. Also machen wir das ganz einfach später. Aber für das RGB-Kabel hier habe ich mir jetzt echt überlegt, ob ich das nachher nicht hier oben drauf mache, weil der kommt dann, ne, Schwann, das ist jetzt unter dem Gitter, da ist es, wenn das dann hier oben drauf kommt, dann leuchtet es hier dann auch ein klein bisschen raus, nicht viel, aber immerhin. Und so mache ich das nachher, später. Morgen? Übermorgen? Naja, wir werden sehen. So, jetzt erst einmal überlegen wieder, wo ich weitermache. Tja, ohne die anderen Teile vom anderen PC ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd. Nachher auch gleich anschließen alles. Also das wird hier hinten wahrscheinlich ein ganz schöner Kabelsalat. Die anderen Lüfter haben auch 4 Pin-Anschlüsse von der IO. Die kommen dann hier drauf, 1, 2, 3 und dann habe ich noch einen für einen Lüfter frei. Da muss ich mir jetzt erst einmal noch überlegen, ob ich mir jetzt unten einen neu mache oder nicht, weil der Quiet hat, glaube ich, bloß 3 Anschlüsse.
Yep. Wird der eigentlich hier drauf gehen? Ja, der wird auf die drei Anschlüsse drauf gehen. Hm. Bräuchte ich aber auch erst ein Verlängerungskabel. So. Mal gucken. War ja nur eine Idee. Aha. Da haben wir noch ein Kabel für die Wasserkühlung für die Lüfter. Da könnte man die sozusagen auf einen Pin aufstecken. Schauen wir mal. Die Dinger hier werden anscheinend alle nur zusammengesteckt. Also für die Lüfter und hier an die Steuerung angesteckt, wo man es dann mit der Hand schalten kann. Da weiß ich jetzt nicht einmal, ob man die separat steuern kann. Weil das wäre ja dann blöd, weil dann wird ja das Ding im Gehäuse drin sein. Und man kann es einfach nicht so abändern, die Farbe. Das haben sie blöd gelöst. Also da wären die Schalter vielleicht oben ganz schön gewesen. Mein jetziger Wissensstand. So, dann kommen die jetzt dann auch an die Reihe. Ja, schauen wir einfach weiter. Erst einmal Prost. Oh, kalter Kaffee macht schön. Also, ich habe mir jetzt hergerichtet die Sleeve-Kabel, naja, wenn ich es nicht richtig ausspreche, ist mir es auch wurscht, die hier komplett mit verbunden werden und dann vorne am Mainboard. Das können wir jetzt noch machen. Und dann habe ich mich jetzt mit der RGB-Beleuchtung nochmal schlau gemacht. Wo habe ich jetzt das Steuerteil hingeschmissen? Hier. Braucht man das jetzt eigentlich? Ja oder nein? Das ist jetzt eine richtig gute Frage. Weil ich habe hier die... Hey, da sind vier dabei. Sind doch bloß drei Lüfter. Kann man noch einen vierten anschließen? Hä? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Auf alle Fälle haben wir hier einen Steueranschluss zum Mainboard. Ja. Ich sag ja, man muss echt einmal erst überlegen wieder. Aber warum? Der hier noch einen SATA-Anschluss. Ah, okay. Werden wir wahrscheinlich vergessen können. Und ich werde dann die komplette Geschichte mit der RGB-Beleuchtung, die vier Lüfter, was im Gehäuse drin waren, die drei Lüfter vom Radiator, alles zusammen aufs Mainboard anstecken. Ja, so machen wir das ganz genau. So Leute, die RGB-Steuerung erfolgt über das Kabel. Das ist so ein dreipoliges. Die anderen zwei RGB-Anschlüsse sind vierpolig. Kann ich also da nicht anstecken. Das Lüfterteil, was hinten an der Platine war, habe ich hier jetzt auf den ersten Fan-Connector gesteckt. Warum? Weil die IO wird hier angesteckt und dann kriegt die noch ein USB-Kabel rein. Das stecke ich jetzt hier dann an. Jetzt führt das auch alles hinten rum nach oben. Und die anderen da unten auch. Dazu sage ich jetzt gar nicht allzu viel, weil sonst wird es viel zu viel Gelaber. Ich stecke das jetzt einfach mal alles an. Was kommt?
kommt da jetzt noch raus? Ah, okay. Okay. Das ist der USB-C. Da habe ich gar kein Anschlusskabel. Gibt es auf dem Mainboard gar nicht. Dann habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst. Naja. Jupp. Das ist USB 3.1 Gen 2. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob das das Mainboard überhaupt hat und unterstützt. Ja, sonst wäre es blöd. Schauen wir mal. So ein Boller Kackmist. Also das Mainboard hat tatsächlich den USB-Anschluss. Ja, aber hier auf der Rückseite und anscheinend keinen auf dem Mainboard, wo ich das anstecken kann. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Senkel. Also gelesen hatte ich es nämlich, da war ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe gemeint, das kann ich auf dem Mainboard auch noch anstecken. Das ist natürlich jetzt blöd. Weil somit ist der Anschluss hier oben nicht in Betrieb. Und das ärgert mich jetzt doch, weil das hätte ich gerne gehabt. Scheiße. Naja. Hilft nichts. Dann ist der USB-C-Anschluss hier vorne leider ohne Funktion. Außer ich würde hier ein Adapterkabel bekommen, was man hier raus, hinten rausführt, oben einsteckt und wieder reinführt im PC. Sollte da jemand was wissen, eine Lösung haben. Unten die Kommentarfunktion. So Leute, und ich habe jetzt eins beschlossen. Cam auf mich. Bevor ich jetzt hier weitermache, beende ich jetzt den Teil an dieser Stelle. Okay, erst einmal kotzen, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Ja. Und bearbeite dieses Video, schmeiße es raus und dann zerreiße ich den alten PC. Weil an der Rückseite jetzt mit dem, jetzt glaube ich es echt gleich, an der Rückseite jetzt mit dem ganzen Kabelsalat weitermachen, ohne dass die Festplatten drin sind. Das ist mir jetzt einfach zu doof, ehrlich gesagt. Nö, mache ich nicht. Ja. Die Sleeve-Kabel, ja, das ist ja ganz schön, aber hier, die hier, hätte ich mal sparen können, definitiv. Das hier ist auch ganz nett, wenn das hier so rüber geht. Okay, ja, das ist einfach noch eine zusätzliche Spielerei. Naja, was wir jetzt haben, das haben wir. Aber das mit dem USB-C-Anschluss, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das ärgert mich jetzt ganz schön, dass das nicht auf diesem Mainboard intern zum Anstecken geht. Blöd. Echt blöd. Naja. Okay. Der ist dann hier für die IO. Wird unten eingesteckt. Andere von der IO wird hier mit eingesteckt, dass die Pumpe auf Volllast läuft, hat geheißen, soll man machen. Ja. Leute, ich beende jetzt. Und dann geht es in der nächsten Runde. Dann bauen wir das Ding hier komplett fertig. Und wenn dann das nächste Video draußen ist. Okay, ich bin raus. Leute, bis zur nächsten Runde und naja, vielleicht sind dann die Grillvideos auch schon da. Tschaikowski.
Aus jetzt!